Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und wir sind bei Folge 100 angelangt. Wuhu! Es war abzusehen, dass es irgendwann soweit kommen wird, denn überlegt mal, wie lange wir jetzt schon hier dabei sind. Wir haben mittlerweile 74 Kinder. Ja, also sieht auf jeden Fall gut aus, würde ich mal sagen. Und zu Folge 100 habe ich ja versprochen, dass wir in ein neues Haus ziehen. Das Speedbild dazu ist schon online gekommen. Das werde ich später im Outro verlinken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und jetzt möchte ich euch erstmal das Haus zeigen. Hier, das ist die Shell. Die habe ich ja runtergeladen. Da habe ich, glaube ich, auch gezeigt, wo es herkam. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze erstmal an. Denn wir haben es ja nur im Speedbild so gesehen, ne? Deswegen werden wir jetzt erstmal uns das genau ansehen. Hier ist der Briefkasten, den wir mal gestrickt hatten. Eine Schaukel und so ein Klettergerüst für die Kinder. Und hier ist der Wunschbrunnen, wo man tatsächlich sich ein Kind wünschen kann. Deswegen habe ich das da auch hinplatziert. Weil ich finde schon, dass wir das machen könnten. Dann müssen wir uns nur eventuell so eine Geburtsurkunde cheaten, weil ich weiß nicht, was für Ergebnisse genau kommen können. Ich weiß, dass man ein Kind sich quasi wünschen kann, dass es dann quasi direkt aufploppt. Da kriegt man aber, glaube ich, keine Geburtsurkunde für. Deswegen müsste man die dann cheaten. Aber ich finde es trotzdem sinnvoll, weil gerade haben wir ja nur einen Platz frei. Und da lohnt sich halt eine Schwangerschaft durch Leben nicht so, finde ich. Deswegen würde ich dann einfach sagen, dass wir die dann, dass man sich mein Kind erwünschen kann. Wir würden das natürlich jetzt auch nicht jedes Mal machen. Aber jetzt gerade fände ich das eigentlich ganz witzig mal. So, dann, wenn man reinkommt. Hier ist die Tür so. Dann kommt man hier so in so einen Eingangsbereich. Eigentlich ganz süß gemacht. So, ne? Also hier mit so Regenschirmen, bla bla. Dann hier links, ne? Die Sachen, die wir hier mitgenommen haben. So. Dann diese Kiste, die ist ja auch immer sehr wichtig. Hier haben wir so einen kleinen Barbereich, den wir jetzt nicht zwingend bräuchten, aber ich musste den Platz ja irgendwie auch ausfüllen. Und ich finde das eigentlich ganz nett so. Dann hier Spielzeug für die Kleinkinder vor allem. Und ja, ich fand das eigentlich ganz süß, wenn die halt hier dann mehr Platz haben zum Spielen. Denn hier ist das Kleinkinderräumchen, Zimmerchen. Und alle haben hier so ein schönes Mobile. Und wir haben jetzt mehrere Plüschdinger, weil wir haben ja gar nicht so viele gehabt. Deswegen fand ich das jetzt irgendwie mal ein bisschen besser. Ich glaube, ich habe keine Tablets gekauft, kann das sein? Deswegen müssten wir die dann eventuell noch kaufen. Wir haben ja auch auf jeden Fall das Geld dafür. Hier haben wir dann halt ein Badezimmer, perfekt für die Kleinen. Und ja, dass die halt dann nicht mal so weit laufen müssen, wenn die halt gewaschen werden müssen etc. Dann kommen wir hier weiter. Dann ist hier so ein Bereich, wo halt dann so drei Babywiegen sind. Ja, ne, also wenn wir Kinder kriegen, dass die dann nicht direkt im Zimmer sind, weil das immer sehr nervig ist, wenn die Mutter alleine dann, also dann nachts aufwachen muss oder so, direkt, dass die halt dann hier einfach chillen und dann auch jeder an die Babys dran kann, ist vielleicht auch mal ganz gut. Dann haben wir hier das Gemach von Melody. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ist farblich mal ein bisschen was anderes. Hier ist ihr Arbeitsbereich und so und ihr Foto. Und sie hat sogar ein kleines Badezimmer für sich. Wir schließen erstmal die Tür ab, weil die ist, also obwohl, eigentlich können wir die auch offen lassen für alle, weil ich meine, ne, wir wollen ja auch mal wieder ein bisschen Techtelmechtel im Bett haben. Haben wir jetzt ja auch länger nicht gehabt. Hier ist auch nochmal ein Badezimmer, was sehr, sehr schön aussieht. Dann haben wir hier die Küche, die sehr groß ist diesmal. Und ich finde sie echt schön. Also sie gefällt mir sehr, sehr gut. Sie ist jetzt mal wieder in helleren Farben gehalten. Davor hatten wir eine dunkle Küche, eine schwarze. Und hier ist dann der Essbereich mit sehr vielen Stühlen, logischerweise. Hier kann man dann auch nach draußen und man befindet sich dann hier in so einem kleinen Spielbereich. Hier ist auch nochmal eine Toilette, falls man die gebrauchen sollte, wenn man draußen ist. Man weiß ja nie. Genau, und hier können die Kinder dann auch spielen. Ich glaube, es ist sogar überdacht. Zumindest ein bisschen. Deswegen, ja, können die auch mal im Regen dann spielen. Hier ist so ein Spiel, Puppenhaus, bla bla. Und hier kommen wir in den Wohnzimmerbereich. Und hier ist halt zum Tanzen und so, ist ja immer gut für die Motorikfähigkeit etc. Hier haben wir die Karaoke-Maschine, die wir zu Weihnachten bekommen haben, habe ich hingestellt. Dann hier unser, ja, Wohnbereich, ne? Also mit Couches, logischerweise. Und ja, finde ich sehr, sehr schön. Sieht sehr gemütlich aus, bin ich ehrlich. Also mag ich gerne. Hier kann man auch nochmal nach draußen gehen, da ist so, ja, ein Grill und ein Esstisch und hier hinten habe ich noch so einen Vogelbrunnen, bla bla, hingetan, weiß ich nicht. Wie heißt das?
ich weiß es nicht, wie heißt das? Ein Teleskop. Weil da kann man auch ein Techtelmechtel drin haben und man kann Fähigkeiten bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Gönnt man sich auf jeden Fall und ich meine, hier haben wir auf jeden Fall Platz dafür. So, dann wären wir mit unten auf jeden Fall fertig. Dann kann man hier nach oben gehen. Und da ist dann ein riesiger Bereich hier für Skillbuilding. Also Yoga kann man machen oder malen oder Instrumente spielen. Fitness gibt es hier. Also man kann hier alles quasi machen, was man will. Hier ist ein Schachtisch. Dann ist hier so ein Bereich für die Kinder quasi, wo die halt sich hinsetzen können, ihre Hausaufgaben machen könnten. Mal schauen, wie gut sie das nutzen werden. Aber wir haben auf jeden Fall an sich die Möglichkeit. Ein Bücherregal und sowas. Also ist halt alles ganz nett gemacht so. Na, wenn man hier in diesen Raum reingeht, das ist so ein Bereich für Kinder, wo die experimentieren können oder malen können oder halt spielen können. Ja, so ein Spielbereich, so ein Spielzimmer für die Kinder. Und wenn man hier reingeht, dann ist hier ein Badezimmer drin. Und dann hier hinten ist dann ein Zimmer für die Teenager. Fand ich auch sehr, sehr cool, wo die halt auch so ein bisschen spielen können, Spaß haben können. Dies, das, ne? Und die haben ebenfalls ein Badezimmer. Dann haben wir hier noch einen Bereich, wo ganz viele PCs sind, falls die Kinder das gebrauchen sollten. Hier haben wir auch eine schöne Pride Flag, weil wir sind ja hier sehr inklusiv. Und ja, es ist halt so quasi so ein Lernraum in Anführungszeichen. Fand ich eigentlich auch ganz cool. Dann, wenn wir hier reingehen, das ist dann das Schlafzimmer von den Kindern. Die sind jetzt alle wieder zusammen, weil mehr als 8 Kinder haben wir eh nicht. Und ja, die können sich dann quasi einfach ein Bett aussuchen. Ja, finde ich eigentlich auch ganz schön. Ja, und dann hier vorne quasi der Ankleidebereich und sowas. Und die haben natürlich dann auch hier nochmal ein großes Badezimmer, wo hier auch nochmal ein Klo ist. Und ja, also finde ich eigentlich sehr, sehr süß. Also gefällt mir sehr gut. Und ich meine, so ein großes Badezimmer können die auf jeden Fall gebrauchen bei so vielen Kindern. Wir haben auf jeden Fall genug Badezimmer. Das können wir auf jeden Fall sagen. Und ja, das war es im Großen und Ganzen auch schon. Das Haus ist natürlich viel größer als das vorherige, finde ich sehr cool. Und jetzt würde ich dann nochmal gucken, vielleicht stellen wir nochmal irgendwo einen Tisch oder sowas auf, wo wir dann die Tablets draufklatschen, weil die Tablets, die sind auf jeden Fall wichtig für uns. Wir kaufen am besten einmal in allen Farben. Zack. So, und dann können wir natürlich auf die Bar legen, finde ich aber irgendwie ein bisschen blöd. Kann hier vielleicht so einen Beistelltisch oder so hinstellen, so einen kleinen. Zack. Passen da 3 drauf? Ich glaube schon. Jo, sehr schön. Also, gut. Dann haben wir das auf jeden Fall auch geregelt. Und jetzt können wir ins Gameplay starten. Yay! Ich würde erstmal allen ihre Betten zuteilen. Wieso sie jetzt reinlaufen muss, um es zu beanspruchen, ich weiß es auch nicht. Aber ist ja auch egal. Ich würde sagen, wir gehen gleich erstmal und versuchen hier etwas uns zu wünschen. Wir geben natürlich erstmal eine Gabe von 1000 Simoleons oder 5000 ist sogar mehr. Tatsächlich, 5000 ist mehr. Leute, wir sind sehr intelligent hier am Start. Wir haben gehört, dass du ein ziemliches Superhirn bist, aber ich möchte keinen Job haben. Darf ich nämlich gar nicht nach den Regeln. Gut, dann möchte ich natürlich trotzdem eine Gabe bringen. Sie steht hier hinten. Okay. So. Was für eine großzügige Spende, der wispernde Wunschbrunnen ist begeistert und wird 99,99% einen Wunsch erfüllen. Wäre natürlich sehr cool. Wir wünschen uns natürlich ein Kind. Mal gucken, was geschieht. Entschuldigung. Nein, du sollst nichts kochen. Du sollst dir etwas wünschen. Girl! Nein! Nein! Okay, sie rennt zurück. So, ich möchte einen Screenshot haben, bitte. Yay. So, was ist der Wunsch? Was bekommen wir? Was passiert? Oh! Hallo, hier ist das Adoptionsbüro. Spreche ich mit Melody Mondschein? Dein Antrag war einfach mustergültig und daher haben wir keinen Zweifel, dass du eine vorbildliche Mutter sein wirst. In Anerkennung deiner Elternkompetenz wurde dir das Recht auf eine kostenlose Adoption zugesprochen. Oh, häng bitte noch nicht ein. Das Angebot gilt nur für begrenzte Zeit, also setze ich heute noch an den Computer. Okay, das nächste wird auf jeden Fall ein negatives Ergebnis sein, das ist nicht so gut. Aber ich finde, dadurch, dass wir uns das gewünscht haben, dürfen wir dann einmal adoptieren. Ich würde auch ein Baby adoptieren. Dann machen wir das doch. Weil sie hat jetzt hier dieses Moodlet auch. Adoption im Voraus genehmigt. Ist in Ordnung. Irgendwie hat sich die Farbe geändert, kann das sein? Sonst hat er sie doch immer. Ach egal, wir machen jetzt mal pink. Wir wollen Service engagieren. Warum hat das nicht funktioniert? Entschuldigung. Ich möchte ein Service engagieren.
Und zwar ein Kind. Warum geht das nicht? Geht das nur am PC? Ich weiß es nicht. Dann setz dich halt an den PC. Es ist in Ordnung. Sie setzt sich auf jeden Fall an den PC. Och, süß. Habe noch nie in Sims 4 adoptiert, glaube ich. Aber wir nehmen auf jeden Fall ein Baby. Wir nehmen mal die Julia. Die gönnen wir uns. Adoptieren. Okay, ich glaube, da geht sie, glaube ich, dann jetzt hin. Schön, dass ihr eure Fähigkeiten hier alle erhöht. Ich bin sehr stolz auf euch, meine Lieben. So, sie hat schon Level 3. Hat sie ihre Hausaufgaben schon gemacht? Nö. Dann mach die mal. Was ist mit dir? Du musst mal pissen. Mein Lieber. Und danach, also okay, das hat er schon hoch. Hat er seine Hausaufgaben schon gemacht? Er kann auf jeden Fall Zusatzhausaufgaben machen. Das ist sehr, sehr gut. Was ist mit dir, meine Liebe? Sie ist schon ready to go. Hat sie ihre Hausaufgaben gemacht? Yo, super. Was ist mit Scarlett? Die hat Level 10 der Mentalfähigkeit. Das hat mich, glaube ich, letztes Mal schon gewundert. Kann das sein? Hat sie ihre Hausaufgaben gemacht? Yo, perfekt, Girl. Wie sieht's mit die... Sie kackt sich in die Winde. Toll. Sie kann auf jeden Fall... Oh, bringt ein neues Familienmitglied nach Hause. Schön. Sie kann auf jeden Fall sich noch ein paar bisschen um Sachen kümmern. Sie kann auf jeden Fall hier so ein bisschen mit Puppen spielen. Julia Mondschein. Ja. Yeah. Schön. So, und du? Was ist mit Tracy? Tracy ist auch am Start. Also, wir haben jetzt Sonntag. Dann würde ich Dienstag, würde ich dann Julia altern. Schön. Wir haben ein neues Kind. Wir haben mit Julia direkt ein Sentiment, aber das können wir uns nicht angucken. Oh no! Aber bestimmt später. Ich kann mir vorstellen, dass dann da sowas steht wie, ja, lieber auf den ersten Blick wegen Adoption oder so ein Scheiß. Bin sehr gespannt, finde süß. Erdnussbutterkekse? Wild. So, Tracy, du solltest auf jeden Fall weiter an deinen Fähigkeiten arbeiten. Deswegen umarm doch mal ein bisschen dieses Kätzchen. Halo! Level 3 der Bewegungsfähigkeit. Let's go! Ich mag das Haus richtig gerne. Es ist halt mal was Neues. Ich freue mich richtig. Level 3 der Kommunikationsfähigkeit. Super, Tracy. Woo! Julia hat großen Hunger. Wir kümmern uns schon drum. Hier. Sie hat nichts zu tun. Dann kann sie doch mal kurz hier die Windeln wechseln. Und mit Flasche füttern. Girl, let's go. Ist schön, dass die anderen jetzt auch mal ein bisschen helfen können. Also ich meine, Melody ist natürlich trotzdem immer noch das Haupttarget, das sich hier darum kümmern wird, wie es den Kindern geht und so. Aber trotzdem. Das einzige Problem bei so großen Häusern ist, die Sims gehen eher lost. Also man weiß immer nicht, wo alle sind. Ich meine, dafür gibt es natürlich diese Funktion, dass man dann die so dahin dingsen kann. Aber trotzdem ist es manchmal schwer, alle zu finden. So, Girl, du kannst auf jeden Fall etwas essen. Danach solltest du vielleicht auch duschen. Und Muttern badet vielleicht mal ihre Tochter. Nee, hat sie sich eh noch nicht vorgestellt. Oh Mann, ey. Hallo, ich bin deine Mama. Das solltest du schon wissen, aber ja, irgendwie wissen wir das noch nicht. Es ist so dumm. Why? Von wem sind das? Ich glaube von Stefano, oder? Nee, von ihr. Okay, zack. So, wir haben Bekanntschaft gemacht, supi. Dann kann ich dich jetzt ja auch baden. In Schaumbad baden, Halo. Er ist einfach hier oben. Hi. Wild, dass du hier oben bist, aber ist in Ordnung. Kann sie jetzt mal bitte ihr Kind baden? Hallo? Oh mein Gott, wo geht's hin? Ah. Irgendwer ist gerade im Teleskop. Wild. Oh mein Gott, bade dein Kind. Das Festival endet in einer Stunde. Wir sind noch nicht mal da. Oder gibt's hier auf Festivals... Ach ja, irgendwas war hier, oder? Aber nicht hier, oder? Oder? Also ich sehe jetzt hier nichts. Oh, hier ist irgendwas. Oh mein Gott, wild. Habe noch nie gesehen. Bin ehrlich. Mutti wird angerufen von Quinn. Da gehen wir auf jeden Fall dran. Good girl und so. Ich finde es auch wild, dass wir hier drin einfach quasi schwimmen könnten, wenn wir wollten. Und zwischendurch fliegen hier auch Libellen rein. Man kennt. So, die beiden Kleinen gehen schon mal schlafen. Die sind nämlich richtig hart müde. Kann man hier irgendwo angeln gehen? Hier ist auf jeden Fall Wasser. Ist hier irgendwo ein Angelschild? Weil dann könnten wir ihr bestreben, vielleicht ein bisschen weiter voranbringen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Aber sehe spontan nichts. Oh, wir müssen noch automatische Lichter anmachen. Sonst wird die Rechnung ein bisschen sehr teuer. Auf Dauer. Aber sonst geht's hier gut, oder? Sie chillt hier so. In ihrem eigenen Indoor-Pool um 23.33 Uhr.
Ich lass sie mal lieber schlafen. Süß, Glühwürmchen. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch eine Geburtsurkunde quasi uns entschieden. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann muss man bb.showhiddenobjects angeben und dann bb.showLiveEditObjects. Weiß nicht, ob man beides braucht, aber auf jeden Fall showHiddenObjects braucht man. Und dann kann man nach Geburtsurkunde suchen. Dann wird die nämlich hier angezeigt. Dann kann man sich die irgendwo hinhängen. Und wir hängen sie natürlich, dann tun sie in unser Inventar. Dann haben wir nämlich 75. Die Kinder stehen alle rechtzeitig auf. Das ist sehr, sehr schön. Da hat jemand ganz schön doller Hunger. Irgendwie haben wir fast nichts zu essen. Was ist da los, Digi? Oh, wir haben doch noch welche. Wir haben die ins Inventar gepackt, oder? Ach, egal, dann haben wir halt ein paar mehr. Ist ja nicht schlimm. Oh, Stefano grillt. Wild auf jeden Fall. Hoffe, er brennt nichts an. Nice, er hat Veggie Burger gemacht. Good boy. Dann gönnt ihr auch. Tracy hat Level 3 erreicht. Nice. Tracy fehlt dann ja schon gar nicht mehr viel, oder? Ihm fehlt dann nur noch Denken. Nice, Tracy. Good boy. Die Kinder gehen jetzt zur Schule. Sehr schön, ihr Lieben. Ihr lernt mal alle fleißig. Scarlett, geh bitte zur Schule. Wenn sie gegessen hat, würde ich, glaube ich, irgendwo hingehen, wo man angeln kann. Ich würde nämlich gerne in die nächste Stufe von diesem Angler-Dings kommen. So, ich weiß nicht genau, wo, also ob man hier irgendwo Mancomerabi angeln kann. Aber wir werden schon irgendwo was finden. Hier ist ein Park. Und da ist auf jeden Fall so ein Fluss. Vielleicht kann man da angeln. Wir gehen einfach mal hin. Ansonsten können wir vielleicht zumindest neue Männer kennenlernen schon mal. Ich kann mir vorstellen, dass die Teenager jetzt ausziehen können, wenn sie von der Schule kommen. Zumindest waren sie ja schon gut dabei. Also gehe ich schon davon aus, dass sie es zur Einser-Schüler schaffen werden. La, la. So, ist hier irgendwo ein Angelschild? Haha, ich habe eins gefunden. Angeln gehen. Bitte. Yeah. Was haben wir hier noch so? Insgesamt 10 Stunden angeln, 5 Fische aufhängen oder in ein Aquarium setzen. Boah, ne. Wir nehmen mal was Neues. Weil, keine Ahnung, ist jetzt ja nicht so krass unseres. Was ist denn mit diesen von Busted Dust? 3 Küchen- oder Badeobjekte säubern, 3 Stunden Staubsaugern, 3 Teller spülen, Papierkorb leeren. Ich, nehme das erstmal. So, sie hat einen Fisch. Das reicht erstmal. Geh nach Hause, Girl. Ein Lachs für 92. Nice. Verkaufen. Jung. Diese Welt ist so hübsch, ne? Ich weine. Soeben sind Rechnungen eingeflattert, aber... Oh mein Gott, 9700. Wir sind doch gerade erst eingezogen. Why? Oh, wir können abstimmen. Wir müssen das mal machen. Wir müssen mal gerade gucken, was hier überhaupt abgeht, ne? Oder ob wir hier Sachen rauslöschen müssen. Okay, es ist noch nichts drin. Spaßgemeinschaft ist eigentlich ganz gut. Deswegen gönnen wir uns mal. Alter, 1100, nachdem ich jetzt 10-mal reingedingst habe. Oh mein Gott. So, wir müssen daran denken, dass wir jetzt immer abstimmen, weil sonst... Ciao. Tracy muss auf jeden Fall seine Denkfähigkeit hochleveln. Und sie muss auch ein bisschen denken. Die braucht Denklevel 2 dafür. Dann soll sie ans Tablet gehen. Hat sie eins im Inventar? Jo. Dann gönn dir, Girl. Geht bei dir so. Jobangebot ablehnen, bitte. Wir wollen keinen Job. Sie schaut erstmal Fernsehen, ohne sich hinzusetzen. Lohnt sich auf jeden Fall. Sie kann ja mal nebenbei so ein bisschen kochen oder so. Es gibt mittlerweile so viele Rezepte in diesem Spiel. Ich finde es so geil. Haben wir denn auch sonstige Post bekommen? Warte mal. Nee, ist leider nicht oben. Schade, Marmelade. So wird das Kind angerufen. Hä? Mein Geld und Ansehen, aber auch mehr Arbeit und Verantwortung. Soll ich versuchen, eine Beförderung zu erhalten? Ich frage auch immer meinen Kleinkindsohn, ob das, ist das überhaupt der Sohn oder ist das, ich weiß es gerade gar nicht, oder ist das Geschwisterteil? Ich weiß es nicht. Ist ja auch scheißegal. Ich frage auf jeden Fall immer ein Kleinkind, ob ich befördert werden sollte. Let's go, Brudi, mach mal. Level 2, Girl, ja. Izumi Okada. Kommt, ach, Begrüßungskomitee, stimmt. Aber das ist leider eine Frau, mit der kann ich gar nicht Bimbam machen.
Also schon, aber von der kriege ich auf jeden Fall kein Kind. Oh mein Gott, das sind viele Dinge passiert. Was haben wir hier? Schulprojekt, Emilia hat was mitgehen lassen. Schulprojekt, Schulprojekt, Schulprojekt. Da ist sie nicht besser geworden. Stefano ist besser geworden. Lauren ist einser geworden. Scarlett ist einser geworden. Nice, wir haben 3 Geburtstage. Emilia hat es ganz knapp nicht geschafft. No. Aber egal, das heißt aber, wir können im nächsten Part dann ein neues Kind zeugen. Weil dann reicht es auf jeden Fall aus. Ja, wir werden aber auf jeden Fall alle Projekte hier hinstellen. Wir haben jetzt auf jeden Fall genug Platz immer für alle Projekte. Das ist sehr schön. Toll. So im Wohnzimmer? Das ist doch voll geil eigentlich. So, mein Lieber. Puste mal die Kerzen aus. Du wirst nämlich heute noch ausziehen. Die anderen beiden kann ich erst im nächsten Part dann umstylen. Das schaffen wir in diesem Part nicht mehr. Aber hey, dann können wir uns im nächsten Part darauf freuen, dass wir umstylen können. Woohoo! Du hast den ersten Geburtstag in dem neuen Haus. Happy Birthday to you, boy. Er hat einen schönen Tag. Er hat einen Regenbogen über seinen Kopf. Süß. I love it very much. So. So, dann dreh dich mal. So, er ist noch ein Kunstliebhaber. Sehr schön. Dann mach mal ein Geburtstagsherzen drauf. Und dann können wir dich... Ja, die ganzen Geschenke nehmen natürlich trotzdem, weil wir müssen ja auch Rechnung bezahlen, ne? So, ciao. Aus Familie entfernen. Nächstes Kind. Dann werden die beiden nämlich auch Teenie Girls. Süß. So, meine Liebe. Lauren, happy birthday to you. Yeah, Mama feiert sogar mit. Sie ist am Start. Happy birthday to you. Happy birthday to you. So, und sie ist eine Spinnerin. Möchte Zen-Guru werden. Na gut. Oh, sie ist aber hübsch. Oh, Mausi. Stimmt, die haben jetzt ja immer Uniform an, wenn sie zur Schule gehen. Süß. So, und Scarlett. Ich kann sie aufhören, immer alle Leute zu erschrecken. Ich lieb's, ey. Oh. Scarlett ist auf dem Weg. So, Girl. Let's go. Happy birthday to you. Ja. Alle freuen sich, das ist so süß. I love it. Die Kleinen waren, glaube ich, noch nicht ganz bereit, ne? Aber das können wir dann ja im nächsten Part zusammen dingsen. So, sie ist gut und sie möchte ein Nerdchen werden. Na dann. Wow, Girl. Pretty. Ne, bei dir, du bist noch nicht fertig und du hast es auch noch ganz knapp nicht geschafft. Aber egal, das machen wir dann im nächsten Part. Ich würde sagen, wir beenden das dann jetzt hier an dieser Stelle. Ich meine, es ist jetzt ja auch viel passiert, würde ich sagen. Es ist ein würdiger Part 100, Leute. Ja, gut. Im nächsten Part geht es natürlich wild weiter, wie immer. Also, dieses Let's Play ist immer wild. Es wird es nie nicht sein. Wir haben jetzt 75 Kinder, das ist schon nett. Not gonna lie. Also, ist schon eine Hausnummer, ne? Also, das heißt, wir haben jetzt schon 3/4 dieser Challenge geschafft. Was will man mehr? Ich hoffe so sehr, dass es so spannend weitergeht. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Bis dahin und tschüss!